So, bevor es losgeht, nochmal der Aufruf. Schreibt doch ein paar Spiele in die Kommentare, die ich mal ein bisschen zocken soll und dann eine kleine Review drüber machen soll. Falls euch was einfällt, einfach unten reintippen. Ich lese mir das durch, überlege, ob ich das mache. Und dann gibt's wahrscheinlich bald eine Review darüber. So, jetzt geht's aber los mit dem heutigen Spiel. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Review von Idle Supermarket Tycoon. Und zwar ist das dieses Spiel hier. Ein stinknormales Tycoon-Game. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen was. Ich würde gerne die Rezensionen durchlesen. Und vorher noch ein bisschen was anderes. Über dieses Spiel. Werde Supermarktmanager und erschaffe ein Imperium. Ein fantastisches Spiel. Aha. Kein Satz. Gar nicht. Ein fantastisches Spiel, bereit reich zu werden? Fragezeichen. Genau. Jo. Wurde noch nicht rausgeschnitten. Finde ich cool. So. Werde der reichste Supermarktunternehmer der Welt. Nein, das bin ich schon in My Little World. Tut mir leid. Erschaffe dein eigenes Business und verdiene Geld und werde der beste Supermarkt-Mogul der Welt. Aha. Wusste ich nicht. Ich soll mein eigenes Business erschaffen? Ich dachte, ich bin ja Betreiber eines Supermarktes. Aber okay. Erforsche neue Features, um die Qualität deiner Produkte, Angebote und Abteilungen zu verbessern. Lasse dein Business wachsen. Ja, schön. Gut, schauen wir mal, was die Rezensionen so verraten. Ja, also wir haben einen relativ guten Schnitt, 4,3 Sterne. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Bei fast 500.000 Bewertungen. Schauen wir mal, was eine gute Bewertung hier sagt. Das hier, schauen wir mal. Super Spiel zum Zeitvertreib. Man kann es auch ohne In-App-Käufe beliebig weit bringen. Aha, wunderbar. Es dauert dann halt länger. Soll es schneller gehen, muss man Werbung schauen. Soll es ohne Werbung schneller gehen, muss man halt bisschen was zahlen. Sehr faires Konzept. Ja, finde ich auch sehr fair. Also, ich war noch nie so wirklich der Fan von den richtigen Idle und Tycoon Games. Die haben mir noch nicht so wirklich zugesagt. Schauen wir mal nach einer etwas schlechteren Bewertung. Das ist die hier. Ansicht gut, aber... ... Aha. Bin mittlerweile bei Miami, 5. Laden. Es dauert ewig, bis ich weiterhin upgraden kann und die In-Game-Käufe ein Witz. Beispiel, ... 12 Euro jeweils. Ich werde aus diesem Satzbau nicht schlau, es tut mir leid. Vielleicht hübsche ich das noch auf, aber ich glaube, ich lasse es einfach so drin. Also Beispiel, ... 12 Euro jeweils, dass man 10 Stunden doppeltes... Ach, das ist schon... Okay. Jetzt habe ich nicht drauf geschaut, auf die In-Game-Käufe. Auf die Im-Game-Käufe, genau. Aha. Vor allem, man sieht auch... Kann ich vergrößern? Nee, leider nicht. Man sieht auch die Im-Game-Käufe, ein Witz. Und das ist ja witzlos. Aha, wunderbar. Gut, schauen wir noch ein paar weitere Rezensionen an. Hier.
Wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man sich Werbung anschauen oder was kaufen. Am Anfang okay, aber seit 2 Wochen komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Ja, das ist bei so einem Spiel eigentlich logisch. Ja gut, die lese ich mir jetzt nicht mehr alle durch. Aber sehr viele Bewertungen auf jeden Fall doch. Und obwohl das einige doch durchaus... Oh Gott, ein FPS pro Sekunde. Also ein Frame pro Sekunde pro Sekunde. Aha, das ist wunderschön. Beschreibst du damit die Beschleunigung oder was? Ja. So, wir widmen uns damit jetzt dem Spiel. So, wir befinden uns nun im Idle-Supermarket. Die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, ist tatsächlich von diesem Spiel. Ich habe noch nicht einmal irgendetwas gemacht. So, herzlich willkommen in Idle Supermarket Tycoon. So sieht das Spiel aus, ist leider im Hochformat, wie meistens bei solchen Spielen. Jo. Die Zoom-Funktion ist der Hit, kann man wirklich nicht anders beschreiben. Ich kann ungefähr so weit reinzoomen. Nein, danke. Mir wird sofort was empfohlen. Finde ich auch cool. So. Oh, ein VIP. Dafür kann ich jetzt... Also mit dem VIP meine ich, kann ich jetzt Geld verdienen, indem ich mir ein Werbevideo ansehe. Nein, danke. Okay. So, das finde ich auch sehr schön. Das hier, die Flaggen übrigens. Zuerst oben die USA-Flagge, danach irgendeine Flagge, die mir bisher unbekannt ist. Und dann die Deutschland-Flagge. Und zwar untereinander. Das finde ich auch sehr schön. So. Mit einem Supermarkt aus Deutschland, wie wir ihn normalerweise kennen, hat es meiner Meinung nach nicht so viel zu tun. Ich meine, gut, wir in Deutschland haben auch Fleischtheken und sowas, aber wir haben normalerweise vielleicht auch noch Bäcker, aber normalerweise keine solche Obsttheke, wo ein Mensch dahinter steht. Die Kassenanordnung ist auch irgendwie komisch, aber über solche Sachen möchte ich eigentlich hier gar nicht reden. Ich möchte eigentlich eher über die Mechaniken im Spiel reden. Beispielsweise kriege ich hier Geld. Nicht viel, aber ein bisschen. So, hier im Verwaltungsgebäude kann ich Sachen erledigen, wie man es nennen möchte. Ich kann beispielsweise neue Theken kaufen und das Gebäude erweitern und sowas. Ja, schön gut, wunderbar. Nochmal Geld kassieren. Ja. Nerven tut vor allem dieser blöde VIP die ganze Zeit. Ich tippe jetzt mal hier drauf. Jetzt kann ich mir Werbung anschauen. Das war übrigens der Bus, auf den ich getippt habe. Ich kann mir Werbung anschauen. Und für diese Werbung kommt dann ein Bus, der mir, ja, Einkäufer liefert. Ja, aus mehr besteht das Spiel jetzt eigentlich nicht. Es ist eigentlich so ein Spiel, das du nebendran liegen lässt und nichts damit tun musst, um Geld zu bekommen, wie es bei den meisten Idle und Tycoon Games eben der Fall ist. Ja, es ist nicht mal halb so aufwendig wie My Little World. Ich muss das wissen. Also eigentlich machst du nichts. In My Little World musst du Aufgaben wie Regale auffüllen, erledigen. Ist zwar auch nicht gerade viel, aber mehr als hier. Ja, und weil ich jetzt nichts mehr großartig machen kann, außer euch diese Routine hier zu zeigen und euch diesen nervenden Bus hier zu zeigen, wie ich ihn anderen wegklicken muss. Ja. So, jetzt muss ich mich dann langsam von euch verabschieden. Link zu dem Spiel ist wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.